für den Laufsteg gebucht werden oder als Gesicht von einer grossen Fashion-Marke angefragt werden. Modeln ist ja so ein Traum von so vielen jungen Mädchen oder auch Jungs. Aber Models bekommen durch den direkten Zugang über Social Media und auch an Castings im Ausland andere verlockende Jobangebote. Escorts ist krass, wirklich krass. Also, da bekomme ich recht viele Anfragen. Und am nächsten Tag hat er mir gleich geschrieben, so, ja, ob ich mit ein paar Millionären auf eine Yacht will und da halt dafür bezahlt werde. Und ich war so, das klingt jetzt nicht wie ein Modeljob. Exklusive Partys und luxuriöse Events für viel Geld. Dahinter stecke angeblich wohlhabende und teils bekannte Männer mit eindeutigen Absichten. Ja, meistens ist das Ziel, dass man einfach mit den Models schlafen kann. Dann hast du irgendwie innerhalb von einem Abend irgendwie so ein paar tausend Euro einfach so. Es ist eine verrückte Welt. Was hat es mit diesen Anfragen auf sich? Dieser Frage gehe ich in dieser Reportage nach und merke während der Recherche, dass die Grenze zwischen seriösen Jobs und der Prostitution für die Models nicht immer klar ist. Job, which actually turned out to be them flying to a villa to hang out with some men. Wie komme ich überhaupt auf das Thema? Letzten Sommer hat mir ein Model, das ich selber auch persönlich kenne, von dieser Problematik, von dieser Schattenseite, wie sie es genannt hat, von der Modelbranche erzählt. Konkret geht es darum, dass sie immer wieder so bezahlte Angebote für Ferien irgendwo im Ausland bekäme. Vordergründig geht es nie um sexuelle Handlungen und es wird auch so ganz harmlos unter dem Begriff Image Modeling verkauft. Soweit also ihre Erzählung. Gerade weil ich vorher noch nie von so etwas gehört habe, will ich dem Gerücht nachgehen. Ich kontaktiere in einem ersten Schritt 15 Models, die bei Schweizer Agenturen unter Vertrag sind und frage sie, ob sie auch schon mal für so etwas eingeladen worden sind. Einfach zu mal herausfinden, ob da überhaupt etwas dran ist. Nach ein paar Tagen habe ich dann von den meisten eine Antwort bekommen. Mittlerweile habe ich jetzt ganz viele Nachrichten von Models zurückbekommen. Generell, es gibt nur wenige, die noch nie so Angebote bekommen haben oder gar nichts von dem wissen, dass es das überhaupt gibt. Ein Grossteil ist sich dem Phänomen, ist sich dem bewusst, hat schon mal so Anfragen bekommen oder bekommt die auch immer noch regelmäßig? Und was das für Dinge sind, möchte ich gerade mal schnell vorlesen. Ich habe das weitergeleitet bekommen, spezifisches Angebot. Hey, how are you? We are organizing a paid trip to Croatia during the month of July and August. The dates are, und da kommen jetzt so Vorschläge von jeweils 8 Tagen. Lustig noch, an einem Datum steht spezifisch Black Eyed Peas Weekend Concert on the Yacht. Und generell, also es wird für Flüge gezahlt, es wird fürs Essen gezahlt und für die Unterkunft. Und man wird zusätzlich noch gezahlt, also 2000 Euro auch noch obendrauf. Bei anderen Angeboten, die ich jetzt auch noch weitergeleitet bekommen habe, dort steht zwischen 1500 bis 2000 pro Tag. Also es ist huere viel Geld und ganz ehrlich, das klingt schon huere verlockend, weil ich meine, wo sonst bekommst du so viel Geld? Aber für, ich meine, man macht Ferien und Party, so sieht es da jetzt auf den Nachrichten aus. Aber man weiss natürlich nicht, was genau hinter so Angebot steckt. Mich nimmt es Wunder, was sind das für Leute, die den Models so Jobangebote schicken? Ich bekomme 6 Instagram-Profile zugeschickt. Alles gut aussehende, junge Männer und 1 Facebook-Profil von einer Frau. Ich schreibe alle an und will wissen, was das eigentlich für ein Business ist und was hinter diesen Anfragen genau steckt. Was ich nämlich komisch finde, dass man gegen ein Honorar für eine vereinbarte Zeit jemandem Gesellschaft leistet, nennt man eigentlich Escort, wo eine Form der Prostitution ist. Da in diesen Nachrichten wird aber von Image-Jobs geredet und Escort und Sex explizit ausgeschlossen. Im Internet finde ich auch nicht wirklich viel über diese Image-Model-Jobs. Das Einzige, was ich zum Thema finde, sind ein paar Berichte von einer Jazz-Ecke. Sie hat schon vor 5 Jahren in englischen und amerikanischen Medien über ihre Erfahrungen mit dieser Thematik ausgepackt. Bis jetzt alle Models, die ich angefragt habe, will niemand vor der Kamera darüber reden. Aber Jazz, die ich jetzt gerade kontaktiert habe, sie hat sich dazu bereit erklärt und darum machen wir jetzt auf den Weg zu ihr auf Österreich. Die Österreicherin hat mit 14 angefangen zu modeln, mit 17 bei Germany's Next Topmodel mitgemacht und auch als internationales Model war sie tätig. Sie hat immer wieder versucht, auf Probleme, die ihr in der Modelbranche widerfahren sind, aufmerksam zu machen. Wie zum Beispiel mit ihrer Aktion Hashtag Truth Behind This Shot, wo sie aufzeigt, wie fake die ganzen Bilder auf Instagram sind. Jetzt, knapp 10 Jahre später, sagt sie, versuche sie die ganzen Machenschaften mit dem Image Modeling ans Licht zu bringen und schreibt über das jetzt ein Buch. So, jetzt bin ich gerade in Innsbruck angekommen und treffe Jazz jetzt dann nachher gerade. Hey Jazz! Hi.
Wo sie vor 5 Jahren in London gearbeitet hat, hat sie eine Nachricht mit einer Anfrage für ein zahltes Nacht bekommen. Das hat sie dann sofort öffentlich gemacht. Auch seither hat sie nie ein solches Angebot angenommen. Ich dachte mir gleich so, das kann es ja nicht sein. So. Und habe das halt direkt irgendwie aufgedeckt. Und über Nacht ist das dann halt komplett explodiert. Und habe halt dann sehr viele Anfragen bekommen von allen möglichen Magazinen und Fernsehsendern, Radiosendern auf der ganzen Welt. Und da ist mir erst bewusst geworden, wie heftig das eigentlich alles ist. Ich war dann eines Abends aus in einem Club, habe da viele neue Leute kennengelernt. Und dann hat einer gesagt, cool, du bist neu in der Stadt, ich habe immer ganz viele Jobs für Models, ich soll ihnen meine Nummer geben. Ich so, ah, cool, ich ist 18-Jährige, yay. Und am nächsten Tag hat er mir gleich geschrieben, so, ja, ob ich mit ein paar Millionären auf eine Yacht will und da halt dafür bezahlt werde. Und ich so, das klingt jetzt nicht wie ein Modeljob. Ich dann gleich so, nee, also ich bin eher so an klassische Modeljobs interessiert. Habe dann abgelehnt. Und dann, ein Jahr später, habe ich eine WhatsApp-Nachricht bekommen von einer fremden Nummer. Aber das war dann ziemlich krass, weil ich habe dann gelesen und dann stand da, ja, heute Abend Dinner mit einem bekannten Schauspieler, 2000 UK Pounds. Und ich so, okay, das klingt jetzt schon mal ein bisschen sketchy, was ist da jetzt los? Und dann habe ich weitergelesen, dann stand da, must be okay with following in Timothy oder irgend sowas in die Richtung. Ich so, oh krass, okay. Ich dann gleich zurückgeschrieben, sorry, ich bin Model und kein Escort. Er hat mich dann bombardiert mit Nachrichten, hat mich versucht zu überzeugen, dass das das Normalste ist überhaupt, dass das die ganzen großen Models machen und die bekannten Schauspieler da involviert sind und whatever. Hat mir Screenshots geschickt, also wirklich auch, um das zu beweisen. Der hat dann auch gesagt, ich werde es nie zu irgendwas schaffen mit meiner Einstellung, wenn ich das so nicht mache. Das bleibt mir bis heute im Kopf. Wieso denkst du, packt da niemand darüber aus? Das Problem ist, dass wenn man Teil der Industrie ist und dann sich gegen die Industrie ausspricht, weil die so viel Macht haben, machen die schon so, dass du dann irgendwie rausgeschoben wirst. Beispiel, ich habe viele Agenturverträge verloren deswegen. Ich habe gesagt, nee, also was, wenn du mal was über uns sagst, da, da, da. Dann sage ich halt, ja, wenn ihr nichts irgendwie zu verbergen habt, dann braucht ihr auch keine Angst deswegen haben. Mhm. Aber ja, viele Agenturverträge verloren. Wenn ein Model das hundertprozentig sozusagen möchte und okay mit dem ist, wo ist dann das Problem? So ganz, ganz hart gefragt. Dass es überhaupt vorgeschlagen wird, dass es eine Option ist. Ja. Und dass es innerhalb einer professionellen Atmosphäre geschieht. Und das soll halt einfach nicht, das ist halt absolut nicht okay. Tschüss, tschüss. Ciao, tschüss. Bei dem, was Jazz erzählt, ist es klar, dass ein Date mit einem solchen Typ am Schluss auf Sex rausläuft. So explizite Anfragen bekommen die Models regelmässig. Eine erzählt mir davon. Hey, hey. Hoi, hoi Elisabetta, Sally. Was hast du jetzt schon so für Angebot bekommen? Also bei mir kommt mega oft viel über Instagram, so ob ich Sugar Daddy Waiter würde mir alles zahlen und was der Gegenservice dann wäre, was für mich okay wäre, was nicht. So Sachen habe ich mega viel. Oder halt eben Escort habe ich auch schon gehabt, ob ich würde gerne für das arbeiten. Sugar Dating ist auch eine Form von der Prostitution. Anders als beim Escorting ist der Zeitraum aber länger. Es ist ein bisschen wie eine offene Beziehung mit einem meist grossen Altersunterschied, wo durch Geld zusammengehabt wird. Klar sind Anfragen für so etwas unangenehm, aber es ist für alle Seiten ersichtlich, um was es geht und man kann als Frau oder Model die Jobs einfach ignorieren oder ablehnen, wenn man das nicht will. Das extremste Beispiel von so einem Angebot, wo es klar ersichtlich ist, um was es geht, habe ich gestern zugeschickt bekommen. Es ist ein Casting für eine Saudi-Trip-Party. Sie fragen für 5 Fotos und ein Video im Bikini, wo man auch noch posieren muss. Der Preis, sagen sie, depends on your beauty. Man darf maximal 24 sein, plus, sagen sie, available to image plus extra. Und extra heisst in dieser Sprache so viel, wie dass man mit diesen Typen schlafen muss. Also es ist ganz klar, um was es da geht. Problematisch wird es dann, wenn in diesen Einladungen und Jobangeboten nicht klar ersichtlich ist, was Gegenleistungen vom Auftrag sind. Nur mal ein anderer Anruf. Ein weiteres Model erzählt mir genau von so undurchsichtigen Angeboten. Sie hat in L.A. gewohnt und ihre Mitbewohnerinnen sind tatsächlich auf so Angebote eingestiegen. Für Geld essen. Und dann ist es dazu gekommen, halt, dass sie auf Trips gegangen sind. Und dann ist es immer einer, der ein Sponsor ist und die Trips hat zahlt. Mhm. Meistens
könnt, meinte der nicht. Und eine, sage ich so, böse Takes von für ein Team sowieso. Also es wäre echt niemand, wo man so vielleicht weiss. Mhm. Aber meistens sind das halt Mädchen, die halt von nicht, wie ich mal sagen, reichen, öfter kommen und plötzlich halt alles Luxus gesehen und dann automatisch irgendwie so, wenn etwas mit dieser Person haben, weil sie das Gefühl, dass sie dann auch irgendwie im Kreis sind und auch etwas von dem haben. Ich glaube, das ist so ein Misconception, was sie echt noch gebraucht werden. Ich habe erst vor 2 Wochen einen Anfang bekommen von einem von London für Essen 10.000 Schutz. Ich habe einen Witz zurückgeschrieben, von 40.000 komme ich und dann sage ich, ja, ist gut, dass ich mich mit dem Das Znacht für 50.000 Franken hat sie abgelehnt. Aber dass es nur bei dem Znacht soll bleiben oder alles nur Party und Ferien ist für so extrem viel Geld, das ist meiner Meinung nach ziemlich unwahrscheinlich. Das sagt mir auch noch ein weiteres Model in einer Nachricht. Rebecca, ihren Namen habe ich geändert, weil sie im Gegensatz zu der Jazz möchte anonym bleiben, weil sie Angst hat, zum Auftrag zu verlieren. Also sie schreibt mir jetzt noch generell, Mykonos, Ibiza, all die Orte, dass die extrem bekannt dafür sind, dass dort ein Haufen Models, die mit reichen Männern weggehen und früher oder später passiere etwas. Da hat man jetzt also auch wieder die guten alten Yachtpartys. Sie sagt aber noch etwas zusätzlich, nämlich, dass an den Castings scheint es extrem sei, weil dort gehen Promoter her, direkt Models rekrutieren und für solche Events buchen und auch ihre reichen Kunden vermitteln. Rebecca ist international viel an Castings unterwegs. Und was sie dort erlebt, will sie mir erzählen. Um ihre Anonymität zu wahren, lasse ich ihre Stimme nachsprechen. Was passiert ist, dass Models halt an ihre Castings gehen. Und von diesen Castingräumen hat es dann meistens sogenannte Promoters, die halt Models rekrutieren oder sie ansprechen für sozusagen Nebenjobs, die man auch machen kann, um Zeit zu verbringen mit anderen Models. Aber dann ist halt immer jemand präsent, der die ganzen Anlässe finanziert. Und dann landen sie vielleicht in einem Club, sie schon betrunken, haben vielleicht Drogen genommen. Und dann ja, passiert halt etwas, das nicht sollte. Ja, und sie haben halt dann Kontrolle. Und das war von Anfang an ihr Plan. Also von Anfang an planen sie eigentlich ja. So mit einer coolen Zeit, locken sie. Genau, ja. Ja. Ziel ist eigentlich schlussendlich dann mit diesen Models zu schlafen. So. Ja, also meistens schon, ja. Das ist einfach absurd, dass man halt so wie ein Objekt angeschaut wird. Also man macht das einerseits, weil man Geld braucht als Model, weil man sonst recht oder wenig verdient. Und auch ein bisschen wegen dem Image, das man dann gegen außen zeigen kann, wenn man auf eine Yacht mitgeht, so, oder? Absolut. Was ich gerne noch erwähnen würde, ist, Agenturen im Ausland vor allem, die bewusst Models ausnutzen. Geben viel zu wenig Lohn, viel zu sparten Lohn, also es ist komplett normal, dass man als Model bis zu einem Jahr später oder bis zu gar nie gezahlt wird. Und dann kommt man halt an einem fremden Ort an und hat keinen Ort zum Wohnen. Also die Agenturen sorgen wie für einen, sorgen, dass man ein Model-Apartment hat, aber die sind komplett überteuert. Man hat wie von Anfang an Schulden bei den Agenturen, weil man nicht alles zahlen kann. Und das ist ein riesiges Problem. Man muss dann wie einen anderen Job haben, für das abzuzahlen. Wenn du dann so frustriert bist und unbedingt Geld brauchst, dann bist du so verloren, dass du vielleicht auf dumme Ideen kommst und dann Sachen machst, die dir nicht gut tun. Diese prekäre Situation, wo die Models dann drinstecken, die werden schamlos von den Promotern ausgenutzt. Ganz am Anfang der Reportage habe ich ja 6 so Typen angeschrieben, die diese Jobangebote den Models geschickt haben. Wie sich jetzt herausgestellt hat, sind das eben genau so Promoter, wie mir Rebecca erzählt hat. Von 2 nur habe ich eine Antwort bekommen. Der eine sagt, er verdiene sein Geld zwar mit Partys, aber er werde nicht noch oben drauf zahlt, dass er Girls da mitbringt. Und der andere, der weiss scheint es von gar nichts. Also auf diesem Weg komme ich nicht wirklich an mehr Informationen. In dem Moment erreicht mich ein Mail von einem Model in New York. Sie hat gehört, dass ich an dieser Reportage arbeite und möchte sich zum Thema äußern, weil sie es wichtig findet. Die Brana ist Ambassadorin von einer unabhängigen Organisation, die sich für die Rechte von Models einsetzt. Für sie sei es okay, wenn eine Frau aus freiem Willen sexuelle Dienste gegen Geld anbietet. Das Problem sei aber folgendes. It's a completely different scenario versus someone who's entering into the fashion industry at 14, 15, 16. And has no intention of this, and then is constantly offered, pressured, coerced, and just around this sort of illicit behavior. It's not the same thing.
So it is free will, but it's also an atmosphere that is, it's not a good atmosphere. How many of the cases that get reported are of this nature, are of this prostitution problem in the model industry? I don't have any sort of statistics for you, but I will say that personally, I've heard a lot of stories about models being put in difficult situations where their agency has booked them on a job, which actually turned out to be them flying to a villa to hang out with some men. And these are large agencies. These are, you know, legit agencies. So they are creating these sorts of scenarios where models are underpaid and might be desperate for money and might accept an offer more easily because of that. Yeah, for sure. I mean, if you feel disempowered, perhaps you are dependent on your agent for your visa. Perhaps you can't work any other job. You know, that offer from a man is going to look a lot more attractive. Die Branat, Jazz und auch Rebecca sagen alles Gleiche. Auch die Agenturen müssen die Verantwortung übernehmen und ihre Models vor so Jobs schützen. Mich interessiert, ob die Schweizer Modelagenturen von dem wissen und wie sie mit dem umgehen. Ich schreibe 5 Modelagenturen an und bekomme von 2 eine Antwort. Die eine Agentur schreibt, sie informiere und warne ihre Models vor so Angeboten im Ausland und sorge dafür, dass alle Jobs und Shootings von seriösen Firmen angeboten werden. Mit der anderen Agentur kann ich gerade direkt reden. Ich treffe den Headbooker der grössten Modelagentur der Schweiz. Peter Kuhn sucht einerseits neue Gesichter und andererseits Jobs für seine bestehenden Models und ist seit über 25 Jahren im Model-Business. Was mir gewisse Models jetzt auch noch im Rahmen von dieser Reportage wie erzählt haben, ist, dass ein Model eher gewillt ist, so ein Angebot anzunehmen, weil die Agenturen zu spät zahlen, nicht zahlen, zu wenig aufmerksam machen. Sorry, wenn ich lache. Das tut mich jetzt leicht abstrus. Ich weiss nicht, wie das für Leute, dass du geredet hast. Als Model ist ein Aufbau von einem Job wie jeden anderen. Wenn ich in die Lehre gehe, verdiene ich auch vielleicht noch 400-500 Franken. Deswegen nimmt man aber nicht automatisch unseriöse Angebote an. Und dass die Agenturen die Sport zahlen, es gibt einzelne Agenturen, die sind Schlitzohren, die sind aber auch vorher schon bekannt, dass man dort nie einen Franken wird sehen. Wir weisen öfters auf solche Agenturen hin. Wie hat Social Media bei euch jetzt so einen Einfluss? Das Problem ist, allgemein mit dem Internet, der Mensch ist hemmungslos geworden auf dem Internet und getraut sich die wildesten Sachen zu fragen, zu kommentieren oder zu verschicken. Und dementsprechend, sobald du natürlich einen schönen Instagram-Account hast und einigermaßen adrett und schön überkommst, kommen natürlich auch die ganzen komischen Angebote. Und die kennt jeder, auch im privaten Bereich. Das betrifft nicht nur die Models. Das ist leider Gottes ein Phänomen, das heutzutage normal ist. Also, ihr wisst in dem Fall, oder euch ist bekannt von diesen Angeboten, von diesen zwielichtigen Angeboten, die Models oder auch Influencerinnen in dem Fall bekommen? Hast du noch nie ein E-Mail oder ein Angebot bekommen von einer russischen Tante, die ein paar Brüste schickt? Nein. Also, das ist bei mir schon zigmal vorgekommen und ich habe mit Frauen weiss gar nicht anfangen. Ich glaube, das kriegt man früher oder später meistens auf diesen Accounts und dann blockiert man das einfach und fertig. Ich habe mehrere Angebote sozusagen eingesehen, was Models auch geschickt bekommen haben. Und das sind Angebote zum Beispiel für eine exklusive Yachtparty für 8 Tage irgendwo in Kroatien oder Mykonos. Und die bekommen irgendwie 2... Das habe ich jetzt von unserer Modelseite noch nie mitbekommen. Okay. Ich glaube, das bewegt sich eher Richtung Influencer oder, ich sage jetzt mal böse, Wannabes, möchtegern Models, die einen Haufen sexy Fotos, also Models, Personen, die sexy Fotos posten, die aber zu gross oder zu klein oder aus anderen Aspekt nicht, dass Model in Frage kommen, trotzdem versuchen, irgendwie krampfhaft Fuß zu fassen. Und 2 Models haben wir konkret noch gesagt, da würde mich wie deine Antwort dazu aber wie wundern, dass sich Modeln und Prostitution durch Social Media immer mehr so ein bisschen... Nein. Da wäre es mir aufs Heftigste eher das Gegenteil. Unser Business hat so dermaßen darum gekämpft, dort klare Linien zu setzen. Nein. Peter appelliert also an die Selbstverantwortung der Models, gerade was den Umgang mit ihren Social-Media-Accounts angeht. Und das verstehe ich voll. Nur die Sachen, die mir Jazz, die mir Rebecca und alle anderen Models erzählt haben, die nehme ich trotzdem ernst. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in diesem kompetitiven Model-Business halt auch ein gewisser Druck entsteht.
Am Schluss dieser Reportage treffe ich jetzt noch Manuela Frey. Die 25-jährige Aargauerin hat die letzten 8 Jahre in New York gelebt und als Model international schon viel Erfahrung gesammelt. Ich hole sie vom Flughafen ab und möchte die Sachen, die ich herausgefunden habe, mit ihr besprechen. Der Agentur, die ich jetzt geredet habe, sie sagen, ja gut, sie können erstens nicht für das Leben von Babysitten. Plus sei es vor allem ein Problem von Social Media. Wie siehst du das? Ja, es ist definitiv ein Problem von Social Media. Weil ich meine, ich bekomme so viele DMs, jetzt nicht nur für Image-Jobs, sondern auch irgendwelche anderen Sachen oder... Ja, so Sugaring, Escorts. Yeah. Escorts ist krass, wirklich krass. Yeah. Also, da bekomme ich recht viele Anfragen. Ich schaue es einfach an, weil es mich wundernimmt. Yeah. Aber es sind schon Summen, wo du denkst, so, what the... Ja. Yeah. Yeah. Und überlegst du dann manchmal so, ja, wie wäre es jetzt? Oder jetzt? Nein, weil, wie gesagt, ich habe so Respekt. Ich habe einfach... Ich bin ein Hosenscheisser. Wirklich, ich könnte nicht. Ja. Weil ich habe einfach immer gedacht, es schadet meinem Image. Weil wenn du dann halt als Model, wo Chanel und Dior gelaufen ist, mit denen hängst, dann heisst es halt schnell, oh, you know, die ist schnell zu haben oder die ist gar nicht so high level, wie man sich das vorstellt. Ja. Also das wirkt sich ja dann eher negativ aus? Oder? Sehr negativ wirkt sich das aus, weil, wie gesagt, Kunden hören das. Mhm. Es spricht sich alles so schnell um. Es ist eine kleine Welt. Als ich das erste Mal nach New York kam, mit 16, haben wir so ein Buch bekommen. Mhm. Wir Models im Model Apartment, wo drin stand, nicht mit dem Promoter rausgehen, keine Männer im Model Apartment, keine Private Parties, eben so auf Yachten oder mit was immer Privatjet nach Bahamas. Mhm. Es ist uns wirklich vorgegeben worden und ich hatte so Angst gehabt. Ich habe gedacht, oh mein Gott, jedes Mal, wenn mich ein Promoter auf der Straße angesprochen hat, ich so, sorry, I don't speak English. Ja. Weil ich so richtig Schweizerisch, don't speak English. Aber es gibt's, das ist eindeutig. Der Peter Kuhn von der Agentur und jetzt auch Manuela Frey sagen beide das Gleiche, nämlich dass so Angebote schlussendlich nichts mit dem seriösen Model-Business zu tun haben. Ich denke einfach, dass so Einladungen und Jobs immer genau angeschaut werden müssen, weil manchmal ist nicht klar ersichtlich, dass zusätzlich zum Präsentsein noch mehr erwartet werden kann. Wenn man sich aber aus freiem Willen und mit dem Wissen, auf was man sich da genau einlädt, das macht, dann ist es für mich kein Problem. Was mich jetzt aber am Schluss von dieser Reportage wirklich noch nervt, ist, wie verschwiegen das Ganze ist. Also ich kann nicht zusätzlich auch noch herausfinden, wer jetzt genau dahinter steckt oder mit jemandem reden, der sich schon mal auf so ein Angebot eingeladen hat. Darum, wenn du mehr weißt oder du dich vielleicht schon mal auf so ein Angebot eingeladen hast, aus welchem Grund auch immer, dann melde dich unbedingt bei mir. Weil ich bleibe an dieser Geschichte dran. Für das du nichts verpasst, abonniere doch gerade den Kanal hier, SRF Doc, auf YouTube.